In Bochum ist heute ein Prozess gegen zwei Männer oder hat ein Prozess gegen zwei Männer begonnen, die rund 1 Million Corona-Tests abgerechnet haben sollen, die sie gar nicht durchgeführt haben. Ihr Gewinn 25 Millionen Euro. Bisher weisen die beiden Angeklagten jegliche Vorwürfe zurück. Aber es zeigt sich, an der Pandemie haben sich einige ordentlich bereichert. Auch weil der Staat sie gewähren ließ. Mehr von Max Seib. Sie sollen mit Corona-Tests Millionen gemacht haben. Allerdings mit Corona-Tests, die es nie gab. Deswegen müssen sich ein Vater und sein Sohn nun vor dem Landgericht Bochum verantworten. Der konkrete Vorwurf, sie hätten knapp 1 Million Tests zu viel abgerechnet. Ja, angeklagt sind zwei Taten des besonders schweren Betruges bzw. Beihilfe dazu. Das Gesetz sieht Strafrahmen von 6 Monaten bis zu 10 für jede Einzeltat vor. Darüber hinaus droht die Einziehung des Erlangten, das heißt in diesem Fall von über 25 Millionen Euro. So viel erwirtschafteten die beiden binnen weniger Wochen in einer Zeit ohne jegliche Kontrolle. Rückblick. Im Frühjahr, als die dritte Welle tobte, wollte Gesundheitsminister Spahn möglichst schnell und unbürokratisch handeln. Testcenter sollten her und sie kamen. Laut Spahn 15.000 bundesweit in Bäckereien, Reisebüros, Shisha-Bars. Das Problem? Bei der Abrechnung wurde keinerlei Nachweis verlangt. Und so sagt auch die Verteidigung nun, die Angeklagten hätten nichts Böses gewollt. Bei den Abrechnungen hätte es nur eine gewisse Unschärfe gegeben. Es war sehr chaotisch. Es ist sicherlich alles nicht so gelaufen, wie es hätte laufen müssen. Es ist auch sicherlich Probleme mit der Dokumentation. Das ist alles überhaupt keine Frage. Aber dass irgendjemand die Absicht hatte, sich hier zu betrügen, weist er zurück. Dabei wird aktuell nicht nur in diesem Fall ermittelt. Knapp 100 Verfahren laufen gegen Betreiber von Corona-Testzentren. Doch das Hauptproblem ist noch immer nicht gelöst, denn wirksame Kontrollmechanismen, auch in der vierten Welle, Fehlanzeige. Wir brauchen heute im Augenblick Tests in einer Zahl, die in die Millionen geht. Mehr als 1 Million pro Tag. Da können Sie nicht alle kontrollieren. Und so muss die Justiz weiter hinterherrennen oder auf die Ehrlichkeit der Betreiber hoffen.